Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Colts. Aha. Oh, die Grafik sieht schon mal so semi-geil aus. Oh, interessante Schreibweise haben sie da gewählt. Interessante Schrift. So relax. Ja, bin ich mir nicht sicher, ob mich deine Eltern mögen. Ohne Straße. Wir fahren da wo lang, Alter? Is that another car behind us? It's usually... Speed up! Ey! Okay, irgendjemand rammt uns von hinten. Oh, Jeepers, Creepers, na 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 na, yes. Jeepers, Creepers. Okay. Okay, wir werden in einer Blockhütte, in einer sehr grob zusammen konstruierten Blockhütte wach. Schön. Schön hier. So, Taschenlampe. Ist schon erstmal gut. Rechtsklick to power. Oh nein. Ach Gott, Alter. Was hat... Ach, fette Batterieblocks. Nice. Schön. Sweetheart, you have been unconscious for hours. I have to try and find help. When you make up, when you wake up, can you have a look at the car? I found this torch and I think we have batteries in the cars too. Stay on the path. The further astray, the more it hurts. I will be back soon. Glaube ich nicht. So, okay, alles klar. Na dann, wir haben eine Taschenlampe und wir brauchen für die Taschenlampe Strom. Das ist schon, hey. Schon erstmal nicht so gut irgendwie. Was ist denn das da, Alter? Was ist denn das da? Okay. Okay. So. Ja. Der Motor wird bestimmt jeden, so wie das Ding aussieht hier. Die Tür ist einfach ab und daneben gestellt. Geil. Oh, schau, take a look under the hood. Ja, genau. Na. Aber geil gemacht, Alter. Ah, okay. Ein paar Teile fehlen. Klar, wir reparieren jetzt das Auto. Verstehe. Schön. Okay. So, dann laufen wir mal hin. Ach, guck mal, er hat sich irgendwie... Was? Er hat sich immer so ein bisschen Mühe, jemand ein paar Kerzen aufgestellt. Was war das? Vogelscheuche, so mitten am... Ohne Feld. Was? Geil. Ja, baby, it's me. Can get back to the cabin. There's something blocking the door. I'm going too further, but I've taken paper in the pen, so just try and follow my notes. Love you. Ja, klar. Wer bist du? Hallo? Ah. Cool, cool, cool. So. Kann ich springen? Ja, kann ich springen. Wer schaukelt hier so illustr? Was denn? Na, oh, schaukel ich gleich mal mit hier. So. I can hear people talking further up the path. Something about sacrifice. There's my next stop. And there's candle everywhere. I'm really scared. There are noise coming from all around me. Okay, alles klar. Opfer. Und da ist ihr nächster Stop. Und überall sind Kerzen. Und der macht sein Ding einfach. Ja, das ist halt so ein Schaukelstuhl, die guck mal. So, dann gehen wir mal weiter. Also man sieht halt schon, das ist wahrscheinlich halt von eben Menschen so zusammengeschraubt worden hier irgendwie, das Spiel. Es sieht ein bisschen roh aus. Aber es hat Charme, muss man sagen. Es hat Charme. Also so von der Farblichkeit und so ist das schon cool. So der Sonnen... Also der Himmel da hinten sieht echt cool aus, finde ich, von hier aus. Hat schon was. Ist fast wie Village. So, oh Gott, da haben wir ein bisschen größere Towers. Gehen wir nochmal da schauen. Hello? Oh Gott, hier ist eine Siedlung. Oh, scheiße. So, lass mich raten. Die dürfen mich nicht sehen. Kann ich crouchen? Ja, oh, scheiße. Ist das jetzt hier noch so ein Stealth-Spiel oder was? Okay. So. Nicht falsch verstehen, aber so ein Billig-Outlast.
so günstig outlasten. Okay. Oh Gott. So schlafe ich auch mal so. Oh Gott. Oh Gott. So. Wie bei mir. Wie bei mir. Einfach schreit, nachts aufgewacht. Ah, besto upon me, Satan. Overwhelming, strange, vanquishing all weakness. Sacrifice my soul to grow your power. Okay, das klingt schon nicht mehr so geil. Also mit offenen Augen. Schön. So, okay, kommen wir noch weiter hoch. Ich hab ein bisschen Angst, jetzt die Taschenlampe hoch anzumachen. Nicht, dass die mich irgendwie sehen. Hallo, kann ich hier nicht weiter? Ich würde gern weiter. Los, let's do it. Aber auf der anderen Seite, warum? There is nothing. So, rein intuitiv würde ich einfach mal sagen, ich versuche mal diesen Knirchen da draußen mit den Taschenlampen aus dem Weg zu gehen. Wahrscheinlich sind die mir friedlich gesonnen. So, bitte, ich sneak die total aus jetzt hier. Was? Nein, was ist los? Ich darf hier nicht auf den Rasen latschen? Ja, das ist halt... Denn kannst du davon aussehen, dass dieses Spiel von einem deutschen Mann um die 50 rum gemacht wurde, der Taste, dass Leute auf seinen Rasen getreten sind. Sofort da Permadeath irgendwie, wenn du auf den Rasen latscht. Oder wie ich zu sagen pflege, get the fuck off my Rasen. So, gut, gehen wir mal ins nächste Haus. Klickt hinter Ecke und mach wieder zu, das Ding. Wir machen es mal auf die Benny-Art. Alle Titan zumachen. Ah! Ein Kanister. Necklace. She has to be close. Oh je. Die Kette unserer Freundin. Wer baut denn hier so eine Treppen? Das ist ja hier wie bei Ark, Alter. Kommst ja nicht vorbei. Hello? Is anybody there? Alter, wozu? Wozu? Wozu hier so eine Etage? Wenn die nicht hinkommt. Oder sich generell so die Fressluke einschlägt da dran. So, den leg mal rüber. Oh, dann muss ich hier aufpassen, dass ich hier auf den Rasen komme. Kann ja tödlich enden. Und hier haben wir einen Motor. Da nehmen wir natürlich einen Motorblock mit. Na, ist ja logisch. Das ist doch klar. Aber bitte euch. Wer denn nicht? Ne? Würde doch keiner dran vorbeilaufen einfach. Oh, guck mal hier. V8. Den schleppe ich jetzt mit. Wiegt ja einfach nur gefühlte 2000 Kilo, das Ding. Ah, wir sind halt ein krasser Fasermacker irgendwie und ziehen es einfach durch. So, okay. Wir waren jetzt an allen Häusern drin. Da war noch ein anderer Weg. Ich würde den mal lang gehen wollen. Ah, der teilt sich da vorne noch. Na toll. Schön. So, ein weiteres Haus. Oh Gott, und eine Kirche. Hallo? Ah, more batteries. Oh Gott, war das ein Tier oder war das meine Freundin? Oder, nee, es ist ein Schwein. Oder, war da ein Schweinequieken? Was ist los mit dir? Du backst da so ein bisschen an der Tanne rum? Oh nee, ist doch kein Schweinequieken, ist doch meine Freundin. Schatz, nichts für ungut, ich komme. Klingt aber auch nicht so gesund. Mal sehen, was du da machst. Hey. What? Oh. Oh. Komm mal runter da. Schnucki, komm runter. Was ist das für ein Quatsch? Was ist das für ein Quatsch? Ich hol mal erstmal kurz. Na klar, die Feder. Schleppt schon so krass viel gerade. So, okay, warte mal, hier haben wir noch was. Und ich lese natürlich noch den Zettel, der da unten liegt. Keine Angst. Ja. Never stray your eyes. We are in control. Who do you think you are searching for? We are everything. Aha. Das. Mausi? Schatz? Wo bist du? Flüstern. Ja, dann werden wir jetzt hier wohl weiterlaufen.
also so mit großem Elan wird man hier auch nicht verfolgt, muss ich sagen. Also jetzt der Stress, den man von so einem Outlast irgendwie kennt, der ist nicht da. Das fällt dir jetzt schon auf, ja? Also so, ich sag mal so Outlast 2, so, ich sag mal nur plop. Dann könnt ihr euch mal gucken, was Stress ist. Wenn man so irgendwie die falschen Dorfbewohner anpisst. So, vor allem, welche arme Sau muss denn, was ist denn da los? Was hat denn? Ach, schön. I guess this explains the sacrificing. So, wer hat jetzt schon wieder... Oh Gott. Wer hat denn jetzt schon wieder das Tor zur Hölle offen stehen lassen? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich dich so angucken sollte. Aber ich mach's auch. Da. Geil. Er hat sich jetzt aber auch nicht wirklich für mich interessiert, bis zum gewissen Punkt, wa? Cool, mach dein Ding. Ist off. Oh, da drüben. Da drüben wird weiter genascht. Kann ich hier hinlaufen? Passiert jetzt irgendwas mit mir? Bin ich jetzt der Antichrist? Nee, scheinbar nicht. Oh, hey, lass mich. Ach, hey. Für deine ganze Reh, die ganze Wildherr. Ach, ist aber auch. Schön, schönes Kerze. So. Oh, jetzt kann ich plötzlich ganz schön schnell rennen. Das ist ja auch interessant. Warten. Baby, you found me. Yeah. God, you're here. Let's go. Yes, der Typ. I heard everything. What the fuck is going on? It just, oh fuck it. Get him. Was heißt denn hier get him? Wer ist der Typ? Warum? Nein, lass mich. Ich renne. Keep on running. Keep on, lass mich. Get out of here. So, hat mich unsere blöde Freundin hier haylockt, um uns zu opfern? Die blöde Schnepfe? Kann ich nicht machen. So, jetzt muss natürlich in Windeseile muss ich jetzt wahrscheinlich ein Auto zusammenbauen. Damit ich mich verpissen kann. So, da haben wir noch eine Hütte. Kann ich mich in der Hütte verstecken? Sollte ich mich in der Hütte verstecken? Ich habe keine Ahnung. Ah, nee, ich bin hier wieder auf dem Opferplatz. Scheiße. Na denn, dann laufe ich jetzt wieder zurück. Schade, ich habe eigentlich gehofft, irgendwie, dass er irgendwie einen anderen Bogen schlägt, dass ich eben nicht den ganzen Weg zurücklaufen muss, aber naja. Ich glaube, er kommt nicht drum rum. Lass. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Wer ist denn alles? Oh, die sind unheimlich. Wenn die einfach bloß hinter dir herlaufen, ich meine, die kriegen dich nicht, aber die laufen so einfach stumpf hinter dir her. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt hier. Du musst mein Auto reparieren, Mann! Das sind deine scheiß Eltern? Deine Eltern sind scheiße. Ich schaff es. I get it. Come on. Let's do it. Ich hab's geschafft. Falk? Nee, kann nicht steuern. Hier, ihr Penner. Was denn nu? Falk doch. Was ist? Achso, hier ist jetzt meine Freundin nochmal. Jetzt soll ich nochmal nach meiner Freundin kicken oder? Am Arsch. Kann mal bleiben und der Pfeffer wächst hier. Sich hier mit so einem Kult einlassen? Hallo? Ah, nein, die haben mich. Die Schweine. Ich bin der Hauptgang. So ein Dreck. Lasst mich doch bitte rein, jetzt weg hier. Und noch ins Kreuz geschlagen oder was? Hallo? Hilfst du mir? Glaube nicht. Scheiße. War so vorhersehbar, aber er hat mich trotzdem gekriegt. Oh Gott.
Schön. Und haben wir gewonnen? Nein, ihr Lieben. Wir haben es durch. Okay. Ja, schön. Das war Kult. Also, ich fand es ja nicht so schlecht. Also, es gibt auf jeden Fall von mir 3,5 von 5 Kerzen. Sagen wir 3 von 5 Kerzen. Ne? Oder man könnte auch sagen, 2 von... Naja, sagen wir doch 3 von 5 Autoteilen. Ja, Leute, wenn ihr Spaß hattet, wenn es euch gefallen hat, irgendwie lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ruhig ein Abo da, helft uns zu wachsen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Projekt wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.